Einen wunderschönen guten Abend, meine Daseinsformen und Menschen. Ladies and gentle beings, welcome back to Lightning Talks. Wer gestern schon hier war, weiß vielleicht schon, wie es funktioniert. Lightning Talks ist ein ganz einfaches Format. Jeder kann hier auf die Bühne kommen und einfach 10 Minuten zu irgendeinem Thema reden. Ob das jetzt die Aerodynamik von Enten ist oder ein Kommentar zur aktuellen EU-Datenkrakenverordnung, was auch immer. Oder ihr wollt Werbung machen für ein Projekt, das ihr gerade da drüben am Basteln seid und braucht noch Leute, dann könnt ihr hier vorkommen und habt 10 Minuten Zeit. Wir haben hier einen Rechner, der kann PDFs anzeigen, der hat Internet, da könnt ihr irgendwelche Websites anklicken. Ihr könnt auch euer eigenes Gerät mitbringen und wir haben sehr viele Adapter. Allerdings keine Garantie, dass alles sofort funktioniert. Is there anyone in the room who does not speak German? All right, 1, 2, 3. Do you guys know what Lightning Talks are? Basically, you just come to the front and you have 10 minutes to talk about anything. Of course, I cannot guarantee that all the speakers speak in English. In fact, most will speak in German, but maybe your neighbors can translate for you or something similar. Alles klar, wir haben schon ein bisschen Verzögerung, deswegen würde ich sagen, beginnen wir gleich. Ich habe eine sehr kurze Liste von Leuten, die sich zuvor gemeldet haben. Danach kann jeder einfach spontan vorkommen, wie er das möchte, er, sie oder es das möchte. Der erste auf meiner Liste wäre der Martin mit einem kurzen Vortrag über Corona-Tests, QR-Codes für alle, weil man hat ja genug. Ist der Martin hier? Nicht. Ja gut, kein Problem. Wir haben auch gestern improvisiert. Vielleicht kommt er später noch. Der nächste auf meiner Liste wäre ein Wesen namens Knurps über Fab Access 0.3. Auch nicht. Wunderbar, die Liste wird kürzer. Dann ein Wesen namens CSICAR. Zika? Alles klar. Wie so oft im Internet, man denkt sich irgendein cooles Kürzel aus und später fragen sich die Leute, wie spricht man das im Real Life aus. Aber gut, tritt vor auf die Bühne. Brauchst du hier Gerät oder einfach freispielen? Alles klar, bitteschön, 10 Minuten. So. Oh, das ist ein schönes Gerät. Oh, es ist ein amerikanisches Layout. Ach, komm schon, Leute. Ah, ich hab's. Du kannst unten auf die Tastatur klicken und... Ich hab's. Und du kannst die Maske abnehmen, wenn du möchtest. Okay. Dann sieht man deine Sprechbewegungen besser. Sehr gut. Und... Hey, so, okay. Ja, also mein Vortrag gehört in die Kategorie Werbung für eigene Projekte. Ich habe in letzter Zeit einen Netzwerkscanner geschrieben, der natürlich Open Source ist. Aber erstmal so fürs Setting, ja, so sieht vielleicht euer WLAN aus, da ist alles Mögliche drin und wenn man das einmal installiert hat, dann will man als nächstes natürlich wissen, was sind denn die IP-Adressen davon und was machen die denn eigentlich, was sieht man denn davon. Und was ich vorher gemacht habe, das ist meistens das Erste, Nmap einmal über das ganze Netzwerk schauen, welche IP-Adresse ist es und dann schauen, welche Services laufen da drauf. Andere Leute schauen sich irgendwie bei dem Plastikrouter zu Hause an, ja, was ist denn im DHCP neu dazugekommen? Und wer es ein bisschen fancy haben will, der nimmt dann irgendwie Fing oder so eine App, die haben halt so Sachen scannt. Ja, die erste Variante funktioniert ziemlich gut, aber ein bisschen kompliziert, auch nicht so toll am Handy zu machen. Das zweite funktioniert nur, wenn man auch das Passwort kennt und wenn man mal nicht zu Hause ist, dann kennt niemand das Passwort. Und die dritte Variante ist nicht Open Source und das geht natürlich nicht. Das heißt, wir brauchen was anderes unter LGPL. Ich weiß nicht genau warum, aber hatte ich mich dafür entschieden. Und es soll eigentlich auch möglichst schnell sein und einfach gehen. Daran arbeite ich noch. Ja, das sieht ungefähr so aus. Öffnet man halt, zieht man nach unten und dann versucht er mal die Geräte zu suchen. Versucht auch MAC-Adressen zu finden und dadurch auch die... Ja, Wender letztendlich. Wenn man auf ein Gerät drauf geht, zeigt er ihm die Ports an. War das irgendwas mit Zeit? Nee, okay. man kann auch andere Subnetze scannen, wenn man will, wie jetzt hier irgendwie ein VPN bei mir.
Genau. Das Ganze funktioniert über eine Sammlung an verschiedenen Inputs wie ICMP-Pings, über ARP, letztendlich auch Portscans und ein MDNS-System, was ich aufgebaut habe, was so halbwegs funktioniert und versucht halt genau die Informationen rauszufinden, die wir gerade gesehen haben. Genau. So, da gibt es natürlich auch To-Dos, das ist keine vollständige Liste, mag ich anmerken. Insbesondere will ich ein bisschen an den ARP-Scans arbeiten, die funktionieren bei neuem Android nicht mehr so gut. Deswegen vor allem mit dem MDNS-Service, der sehr viele Informationen gibt, wenn man ihn richtig implementiert. Und das Letzte ist halt irgendwie, die bestehenden Scans will man vielleicht auch mal anschauen. Das speichere ich schon, aber zeige es noch nicht an. Das sollte auch mal dazu kommen. Genau, und das war es auch schon. Hier URL und gibt es auch auf F-Droid, wenn man es haben will. Das war's. Danke. Vielen Dank. Kurzer Hinweis auch noch, wenn ihr da jetzt irgendwelche URLs seht und die werden sofort weggeklickt, denkt dran, das wird ja alles aufgezeichnet, dann könnt ihr später nochmal nachschauen auf media.ccc.de und dann in Ruhe die kryptischen Zahlenkürzel abtippen, die hier so auftauchen. Die man nicht aussprechen kann. Genau. So. Alles klar. Meine Liste ist erschöpft, aber das ist kein Problem, denn das bedeutet, dass jetzt ihr dran seid. Jedes Wesen aus dem Publikum kann einfach hier nach vorne kommen und zu irgendwas labern. Wenn das niemand tut, dann erzähle ich Witze, bis die Stunde rum ist. du möchtest was sagen? Ja. Cool, ja, komm vor. Und danach habe ich da schon eine Meldung gesehen, dann bist du dran. Brauchst du Gerät? Alles klar. Bitteschön. Okay. I think I'm gonna do it in English, so that everybody understands. So hi, my name is Raphael, and I work on something called Messaging Layer Security, or MLS for short. That's a proposed ITF standard for an end-to-end encrypted protocol that is designed to work particularly well in large groups. And alongside with that, I also work on an implementation that is called OpenMLS, and it's written in Rust. It's open source, of course. It's not finished yet, but it's reached a maturity level where it can already be included into some projects. So, if you're interested in this sort of thing, come say hi or type OpenMLS into your favorite search engine. And also, if you're interested in secure and private messaging, that's a space where I've been working in the past 10 years. Come talk to me. Thank Hi. You. Cool. How can we reach you? Like, where are you sitting in the space, or do you have an email address or something? Or is it all on the website? Well, I can use a browser, I guess. Yeah. So there is some sort of landing page, which gives you an overview of the project. Scroll. And I guess what most people are going to be interested in is the code, which is on GitHub. And then you can reach out there. Also, there is on the website, if you go back, at the very bottom, there is a way to say hello. All right. Thank you. Thank you. Brauchst du ein Gerät? Do you need a device? Or you just talk. All right, then let me put a beautiful background. Can you open the browser? Yeah, you can use it. No problem. Cool. Hello. My name is Dorota. Online I go as DCZ or Dorota C. And I want to tell you, or I want to ask you, have you ever had a project that you worked on for so long that you forgot why you are doing it? So I just had this question, why are you doing this for a project that kind of started 10 years ago, but actually really got with it this year? The project is a bicycle computer. It's called Yazda. It has a web page because this is what I do when I get really into something. And why do I do it? It's an open thing. It's an open source bicycle computer. I mean, obviously,
There are some, but not really a lot of them. But the general idea of a bicycle computer has been explored in so many ways. There is Garmin, basically the monopoly. You can also buy one at Kaufland for 10 euro or something. So why do you need another one? Well, obviously, if you take the one that's like fancy, like a Garmin, it's not programmable, really, because you cannot do it. You're not allowed to do it. If you take the Kaufland, that's just too simple. If you try to mount your phone on the bike, it's bulky and it's inconvenient. So yeah, I kind of wanted to do something that I could program and get the four freedoms of software to just basically experiment with it. Why is the page no working? I just updated it today, so maybe that's the reason. Probably the reason is because the Wi-Fi is shaky. I just had problems 5 minutes ago. Well, so good thing. Sorry about that. At least you know the name and the address. You can check it out if I convince you with my talk. Anyway, so why did I do it? There are also other options. There are options like a smartwatch, for example, the Pine Time or Bangle JS 2, or perhaps he's in the audience. There is an author of the Cyclotron, which is basically the kind of a simple bike computer, except it's open source. It's like custom hardware. But I don't really want any of those. But why not? Well, first off, a bicycle computer needs to be readable in the sunlight, and most of smartwatches don't do that. Bangle.js kind of does this, but JavaScript, sorry, I'm not a fan. The Cyclotron is the closest to what I wanted, but since I went all the way here, then maybe let's not stop here. Well, if I just use the simple single-purpose device and like connect it to the flasher, and like try to load new software on it, it's kind of a technical thing. I would be basically the only person in the world who's interested in this, or maybe two. But what if I went a step further? What about a bicycle computer with apps? Like, why shouldn't a bicycle computer be more difficult to use than like an Apple Watch, than your iPhone, than your Android? And what if you had a nice SDK which you could program it with? Yeah, that's something you could do. So basically, this is the idea with Yazda. And yeah, I'm still early, so I'm still not there. That the goal is not being reached, but I'm slowly going there. You can buy them from me even. So it's not like I'm still in the weeds, but there's still a lot of work required. And if you're interested in that topic, well, basically go to the website or see me. I'm going to be there next to Pony and also next to like the arcade machines if you want to talk about it, and maybe I can demonstrate to you how to program it still with a flasher. Anyway, thank you very much for your time. Thank you. Let's see if I can fix this. Just a second. I had this problem just 10 minutes ago, where it says it's connected, but let's see. Nope, what the hell is this? Ah, now he says he can't do it. Well, this is the... Okay. Well, maybe... Let's try again. What was it? Yazda.org. Ah, damn it. Yeah, okay, I'm gonna fix this in a minute. But it looks like it's not your server's fault. It really was the Wi-Fi. I am not a graphical designer. Yeah. Actually, for me, these kind of websites are a sign of quality. Because people don't invest in bullshit graphics. They invest in the things that matter. Anyway, looks like we're back on the menu again. So, are there any other people who like to talk? No, I don't want the virtual keyboard. Yeah. Someone? I don't see anyone. Then I'll take the time for you to decide to change the keyboard layout.
that was input methods, input devices. Actually, I think this sort of problem that we have right now with unstable Wi-Fi, I think I could just make a little statement as a sort of mini lightning talk. It would be really cool to just have a simple Ethernet port right here at each speaker thing, because when was the last time you had problems with a cable versus when was the last time you had problems with Wi-Fi? Wi-Fi is nice and it's cool, but it never works if you really need it. So I think we should go back to Ethernet, at least as a backup. Thank you. I see someone standing up and getting down again. No, I'm not embarrassed at all. I can stand here for an hour and talk and not feel embarrassed at all. That's no problem. It looks like we're having German keyboard layout now. That's great. Okay. Perfect. Do I see any hands? No? Yeah, you can come. You want to connect your own device, or you just upload it to a server or USB stick? Or no, that's... You're just going to talk like this? Yes. All right. Then I'll just put a nice background for you. Here you go. 10 minutes. 10? Yeah, you have... Oh, I thought I only had 5. You don't need to fill the 10 minutes. Well, you can talk for 1 minute. I don't think I'll even finish 5. I like learning tongue twisters. In German, it's Zungenbrecher. Like, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. They're a very practical way to pretend that you know a language that you really don't know. And it's also my excuse for, it's because I don't have social skills. What I do is I go to hacker meetings and I tell people I have this software where I catalog tongue twisters. So if you know any, I already have enough in German, but if you know any in dialect, or if you want to translate tongue twisters from like whatever random language I have to German, that'd be really cool. And if anyone is interested enough, I want to try teaching people tongue twisters because I have a particular method that I use that I've been wanting to try on people. So you can find me, or maybe you can convince me to do it as a lightning talk tomorrow. We definitely will. Okay. Thank you very much. You said you want to know Zungenbrecher in dialects. I actually have one in Schwäbisch, if you want. So it's the town has ordered bacon, Stadt hat Speck bestellt. You already know it? Ah, yeah, all right. So that's a good catalog if you already have it. But it didn't have the translation, so I'll add it. Yeah, the town has ordered bacon. That's what it says. As you can see, you can talk about anything except maybe Nazi propaganda or something, but I don't think that will happen. Anyone else? Noch jemand? Ich rede die ganze Zeit Englisch, aber ihr dürft auch auf Deutsch reden. Gar kein Problem. Ja, da meldet sich jemand. Brauchst du ein Gerät? Alles klar. Gut. Dann, Bist du englisches Keyboard-Layout gewohnt? Ah, es hat sich wieder umgestellt. Ah. Doch. Sehr gut. Ja, basically, this is, I think I switched to, ich versuch's in Deutsch lieber, da der Rest von den Folien auch auf Deutsch ist, wieder sonst verwirrt. Das Ganze ist quasi auch Hardware-Projekt in eigener Sache.
ist quasi jetzt die Kurzvariante von einem Vortrag, den es länger mal bei uns im lokalen Club gab. Und ja, worum geht's? Es geht eigentlich darum, ich habe kein Vollbild, jetzt schon. Ich habe auf dem Balkon quasi ein paar Pflanzen stehen und die Pflanzen mögen das nicht, wenn sie nicht gegossen werden. Und ich mag es nicht zu gießen. Und irgendwie braucht man da eine Kombination, dass die Pflanzen idealerweise von selber gegossen werden. Und wie man das so löst, wenn man so viel mit Hardware zu tun hat, man macht ein Hardware-Projekt für, um Pflanzen zu gießen. Und wenn man schon dabei ist, dann kann man das Ganze auch noch ein bisschen ausdehnen, dass man irgendwie alles mögliche andere erfasst und ein ESP reinbaut und wie sich das dann so eskaliert. Genau. Zusätzliches Problem ist, auf meinem Balkon gibt es keinen Strom. Ich brauche aber Strom. Genau, und das Ganze ist dann quasi so am Anfang relativ einfaches Projekt. Wir nehmen ein paar fertige Module, ein ESP32. Die Idee war, man hat einen kleinen Upstepper für eine Pumpe oder für mehrere. Man hat unten Anschlüsse für 7 Sensoren, dass man einfach so ganz normale AliExpress Feuchtigkeitssensoren anschließen kann. Und dann kann man in der Software quasi einstellen, wenn es unter ein bisschen Feuchtigkeit ist, gibt ein bisschen Wasser für ein paar Sekunden auf die Pflanze. Das Ganze hat auf Anhieb, wie das so ist, bei Hardware-Projekten nicht funktioniert, weswegen wir dann noch eine Version haben und noch eine Version haben und noch eine Version und noch eine Version und noch eine Version und noch eine und noch eine. Und dann sind wir bei aktuellen und auch da ist noch ein Bug drin, weswegen die ein Draht drüber hat. Genau, was man sieht, es sind irgendwie ein paar mehr Bauteile geworden, so sehr viele. Zwischendrin war nämlich die Leidenserfahrung, was ist ESD und wofür braucht man Schutzdioden drinne. Das heißt, hier sind jetzt überall Schutzdioden drinne. Und die zweite Sache, wofür brauche ich eigentlich Kondensatoren bei Mikrocontroller-Schaltungen und wieso will ich die haben? In der Kurzvariante, wenn man so im Sommer draußen ist, man läuft da gemütlich rum, dann packt man einen Sensor an, man spürt es einmal Bratze und der ESP ist dann ein Fall für 9. War so eine ganz lustige Erkenntnis. Genau. Das ganze Projekt funktioniert soweit, ist bei mir auf dem Balkon jetzt im Einsatz. Man kann halt mit gießen, man kann einstellen, es hat MQTT, es läuft auch offline, also falls man das WLAN wegfällt, sterben die Pflanzen nicht direkt. Man kann es über MQTT auch updaten, also die Firmware flashen. Das Ganze basiert unten drunter auf einem Haumi-Framework. Ja, und hat sich halt so ein bisschen entwickelt mit Solarcharger, Batterie, Watchdog etc. Genau. Man kann verschiedene Sensoren anschließen, also unterstützt inzwischen kapazitive Sensoren, so diese klassischen Platinenerdspieße, es unterstützt diese resistiven Sensoren und es unterstützt auch welche, die einen Frequenzausgang haben. Man kann das ganze Ding als hydroponischen Pflanzencontroller benutzen, also über eine Zeitsteuerung, er soll irgendwie jede halbe Stunde 10 Minuten Wasser irgendwo hinpumpen. Man hat einen Zusatzausgang für ein Zeitlicht, in meinem Fall als Solarlampe mit auf dem Balkon, weil wenn man schon eine große Solarzelle da hat, einen Akku, dann kann man ja auch gleich noch ein bisschen Licht in die Blumenkästen bringen, buntes. Ja, und man hat eine ganze Menge gelernt, dass man Datenblätter lesen muss im Prinzip, das ist die Kernerkenntnis. Datenblätter lesen führt keinen Weg drum und es ist meistens billiger, wenn man sich fragt, ob man ein Bauteil weglassen kann, es nicht wegzulassen. Ja, und das war eigentlich so die Kurzversion. Wenn wer Fragen so hat, sucht mich, findet mich. Ich sitze irgendwo in der Mitte im Hackcenter. Falls wer auch irgendwie sowas bauen will oder schon mal gebaut hat, Erfahrung austauschen will, ich freue mich über das Gespräch. Vielen Dank. Wo genau im Hackcenter finden wir dich? Ungefähr in der Mitte. Ungefähr in der Mitte. Alles klar. Okay. In Zweifelsfall basteln wir uns ein großes Plakat, ich möchte Pflanzen gießen und dann laufen wir so lange rum, bis du dich meldest. Alles klar. Ups. Ja, wieso geht es? Noch jemand? Ja, sehr gut. Ja, dann lass mich hier kurz den Vollbildmodus beenden. Ah, jetzt ist Firefox beendet. Brauchst du Firefox oder? Ja, brauche ich. Ja, gut. F müsste schon gehen. Bitteschön. Ja, ich dachte, wenn eh keiner steht, kann ich einfach Zeug zeigen, was ich vor langer Zeit gemacht habe und immer noch läuft. Und zwar, wer kennt The Incredible Machine, so ein Computerspiel aus den 80ern? Für die mehrschichtigen Nerds gibt es also Incredible Proof Machine. Das ist eine Webseite, wo man formal präzise Beweise dadurch macht, dass man Sachen zusammensteckt. Wir können mal hier so ein bisschen einen mittelschweren Beweis auswählen. Hier soll ich zeigen, dass wenn ich A weiß und aus A folgt B, also ich weiß, dass A impliziert B, dann kann ich irgendwie B zeigen. Und
Hier ist, das sieht man von den Farben leider schlecht, das ist von dem Kontrast her, also hier ist ein Kästen rum. Und das Ganze lässt sich dann schon hier zusammenklicken. Anscheinend muss ich irgendwie Modus Ponens benutzen. Das ist der Block hier. Man sieht nicht, dass es ein Block ist, aber das ist ein Block. Den kann ich da reinziehen. Dann kann ich den verdrahten. So ein bisschen wie ESPs bauen, nur halt ohne, dass man das einen Schläge gibt, wenn man daneben greift. Und wenn ich das dann richtig gemacht habe, dann weiß ich, aus den beiden folgt B und damit kann ich das Problem lösen. Und jetzt ganz spannend, es wird grün und sagt Switch Task, was einen dazu ermutigt, die nächste Aufgabe zu machen. Das klappt wunderbar als Gamification, es muss gar nicht mehr sein. Die Leute sind lange damit beschäftigt. Es gibt ein 3 Stunden Playthrough-Video auf YouTube. Wird auch immer schwerer, du kriegst halt Konjunktion, Disjunktion, Negation, irgendwann Law of the Excluded Middle und dann weiter unten gibt es noch so ein paar krasse Sachen mit Quantoren und wer sich wirklich nichts zu tun hat, der kann mit versuchen, mit Hilbert-Systemen Beweise zu führen und lernt dabei noch was. Das Ding habe ich mal vor ein paar Jahren geschrieben, läuft immer noch, ist ziemlich cool, freut mich. Es hat Haskell compiled nach JavaScript, für die das cool finden. Also die Logik, das ist ein Theorembeweis, der ist sozusagen auch sound, also der kann keine falschen Aussagen grün machen, zumindest so, gibt es so einen Metabeweis. Und zumindest die Logik ist in Haskell geschrieben. Die UI habe ich in JavaScript handgeschrieben, aber die Logik ist in Haskell und kompiliert nach JavaScript und läuft im Browser. Und dadurch ist das Ganze eine statische Webseite und deswegen tut es auch noch nach 5 Jahren oder 10 Jahren, wie lange es jetzt ist, was ich nicht sehr cool finde und dann kann ich einfach so spontan hier einen Lightning Talk machen. Genau, incredible.pm, habt Spaß damit, fragt mich, wenn ihr Hilfe braucht. GitHub gibt es auch, wenn ihr was machen wollt. Und wenn jetzt hier keine Lightning Talks mehr kommen, dann kommt doch in 15 Minuten rüber in den Vortrag da drüben, weil da halte ich noch einen anderen Vortrag. Ha, noch Werbung untergebracht. Vielen Dank. Sehr schön. Ich hasse es. Mathematik, oh Gott. Aber gut, wie war das? Uns gefällt alles, ist ja so ein altes Motto vom CCC. Irgendjemand gefällt es bestimmt. Wunderbar. Ja. Wir sind ja offen für alles. Jo. Gut. Sehe ich noch irgendwelche Freiwillige? Anyone else? We still have... Ah, noch jemand steht auf. Ja, wir sind jetzt bei der Hälfte der Zeit schon. Es geht vorbei wie im Flug. Brauchst du Browser, PDF, irgendwas? Browser vielleicht. Okay. Noch nicht. Gut, dann viel Spaß. Jo. Hallo, ich würde gerne über ein Sicherheitsrisiko sprechen, was potenziell viele Rechner betrifft. Und zwar, es gibt etwas in vielen Intel-Prozessoren, das nennt sich die Intel Management Engine. Das ist ein Microcontroller auf vielen Mainboards und ich glaube auch Intel-Chips, welcher ursprünglich dafür gedacht war, dass Unternehmen von außen extern Updates für ihre Mitarbeiter aufspielen können. Und hat dementsprechend halt auch, weil das Betriebssystem unabhängig sein soll, vollen Systemzugriff, also sowohl irgendwie auf Ethernet, Karten, Tastatur, Bildschirm, was weiß ich. What could possibly go wrong? Genau, ja. Und gibt halt auch irgendwie Berichte von irgendwie Bundessicherheit, was das Ganze als eine hohe Sicherheitsrisiko einstuft. Und es gibt Möglichkeiten, das Ganze auszuschalten oder zu umgehen. Oder erstmal zur Geschichte vielleicht so ein bisschen, die ist nämlich auch recht interessant. Es gab nämlich mal einen Professor, Andrew Tannenbaum heißt er, der hatte für seine Studenten zum Lehren von Betriebssystemen einen Kernel geschrieben, Minix. Und da waren auf einmal plötzlich ganz viele Unternehmen, hatten da Interesse dran, unter anderem halt auch Intel, und haben ihn halt so ein bisschen gedrängt, das Ganze Open Source zu machen, hat er letztendlich auch zugestimmt, fand Intel natürlich ganz toll und das ist praktisch die Geschichte, wie die Intel Management Engine entstanden ist.
Und kleiner Funfact nebenbei, Linus Torvalds hat Minix auch genutzt, um darauf Linux zu entwickeln. Ja. Und genau, wie umgeht man das Ganze, dieses potenzielle Sicherheitsrisiko? Da gibt es ein paar Projekte. Meistens wird das Ganze umgangen, indem man ein alternatives BIOS auf seinen Rechner flasht. Da gibt es ein paar Varianten von Coreboot. Das ist ein Open-Source-BIOS. Genau, da gibt es halt auch einige Ansätze. Manche tauschen halt praktisch alles aus und setzen auf ein komplett freies BIOS. Also auch keine Microcode-Updates mehr. Gut, man könnte sich da auch fragen, ob das nicht auch ein Sicherheitsrisiko darstellt. Aber es gibt auch andere Open-Source-BIOS, die einfach halt nur die Intel Management Engine einschränken. Genau, wie heißt das Ganze? Das Ganze heißt Libreboot. Man soll es vielleicht auch richtig schreiben. Genau. Und das ist nebenbei noch ein weiterer Grund, weshalb man sich 10 Jahre alte ThinkPads kauft, weil das Ganze eben nur von etwas alter Hardware unterstützt wird, wo es noch relativ einfach war, die Intel-Prozessoren zu reverse-engineeren. Ja. Und genau, also falls ihr einen komplett freien Laptop haben wollt, der auch nach Free Software Foundation komplett als frei gilt, holt euch einen 10 Jahre alten ThinkPad für unter 50 Euro auf eBay Kleinanzeigen, packt Libreboot drauf, seid froh, dass ihr nicht von der Intel Management Engine infiziert werdet und ja, fertig. Dankeschön. Cool. Ja, mache ich nachher sofort. Allerdings, das Teil hier ist auch schon älter als 10 Jahre, aber es weigert sich einfach, den Geist aufzugeben. Da möchte ich auch noch ein kurzes Statement dazu abgeben. Ich finde es eine Wahnsinnssauerei, dass ausgerechnet Canonical sich entschieden hat, Ubuntu nicht mehr 32-Bit unterstützen zu lassen. Weil ich weiß, dass speziell auf Ubuntu, was ja überall oder in vielen Distros drinsteckt, auch einige Distros basieren, die eigentlich explizit dafür gemacht wurden, alte Geräte wieder zum Laufen zu bringen. Zum Beispiel in Frankreich gibt es so eine Stiftung, nennt sich Emmaüs, die halt ja benachteiligte, arbeitslose, Arme unterstützt. Und die haben Emmabuntus entwickelt, ja, also Ubuntu, was speziell dafür gemacht ist, irgendwelche alten Rechner wieder zum Laufen zu bringen. Ja, und die stehen jetzt dumm da, ne, und müssen dann auf irgendwas ausweichen, super obskures. Finde ich scheiße, aber gut, liegt nicht in meiner Macht. Aber ich bin ja nicht hier, um euch zu unterhalten, sondern ihr seid hier, um mich zu unterhalten. Sehr richtig. Hat noch jemand einen Beitrag? Ja, da hinten. Was brauchst du? Ich zeige schon eine Website. Genau, das ist eine Einladung zu einem Event und ich glaube, wenn man was, ich zeige geschwind. Es geht um den Tübinger Tag der digitalen Freiheit. Falls jemand aus dem Eck kommt oder dann dahin kommen möchte. So, wie machen wir jetzt hier ein Minus? Icon. Genau, das Ganze hat es. Ich habe es einfach auf unsere Website gemacht. Freiheit. Hat klappt, super. Genau, am 4. Juni, das ist Pfingstsamstag. Für manche ist es super ungeschickt, für manche ist es sehr geschickt. Einen Tag, es geht um 12 los. Ich müsste noch das Programm updaten, aber Vorträge, Workshops, wie man es kennt.
Genau, falls ihr jemanden aus dem Eck kennt, gerne vorbeikommen. Das findet zum ersten Mal statt. Wir wollen da auch ein Chaos-Treff Tübingen kickoffen, in der Community starten. Und genau, kommt aber auch gerne als Externe, als ganze Gruppe daher. Falls ihr irgendwie was braucht, schreibt uns halt. Wir haben noch nicht so viel Infrastruktur einfach blind aufgebaut, aber wenn jemand, wir können gerne was organisieren. Wir haben da auch Unterstützung und ein cooles Team, was ein geiles Programm macht. Dankeschön. Wird das mehr wie so ein Straßenfest oder ist es in einem festen Gebäude oder wie ist das? Gute Mischung. Also wir haben eine Halle, wir haben zwei Hallen und dann auch den Hof dazu. Ah ja, also zwei Hallen und ein Hof. Immerhin. Hoffentlich geiles Wetter, genau. Ja, das Wetter wird schon. Alles klar. Sehr schön. Noch jemand? Wir haben noch, schauen wir mal, 20 Minuten. Also da geht noch was. Nicht? Dann schinde ich jetzt Zeit. Kommt ja auch mal vor. Was ich tatsächlich auch schon mal immer Leuten empfehlen wollte, ich weiß nicht, ob ihr schon mal segeln wart. Eigentlich kann ich hier das Mikrofon wegpacken. Ich wechsle mal. War hier schon mal jemand segeln? Ja, einige. Möchte. Im Wasser. So, Segelboot. Möchte jemand eigentlich, wollte schon immer mal segeln? Hat sich aber nie getraut. Ja. Genau. Es gibt da nämlich so ein paar coole Webseiten, wusste ich lang gar nicht, dass sie gibt. Ich nenne jetzt eine mal zum Beispiel. Die nennt sich crewbay.org. Wer war da wieder schuld, ey? Ja. Jetzt. Genau. Vielleicht ist was kommen. Egal, worum es da geht, das ist einfach ja, eine Art schwarzes Brett für Skipper. Es sind einfach Leute, die haben ein Segelboot, wollen irgendwo hin segeln und haben noch eine Koje frei. Und dann schreiben die da, hey, segel doch mit. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten da. Es ist ein Live-System, der kann mich mal, ne? Also. Danach ziehe ich den Stick raus und er hört nie wieder von mir. Ja, okay, das lädt jetzt nicht, aber es gibt verschiedene Webseiten, gibt auch Hand gegen Koje und so weiter. Man kann da einfach reinschauen und dann sieht man so Annoncen, wir segeln in 2 Monaten einmal über den Atlantik. Und dann sind noch 2 Plätze frei. Manchmal schreiben sie dazu, du solltest dich schon auskennen. Manchmal schreiben sie Novice Crew, das heißt, jeder kann einfach mit einsteigen. Es gibt auch professionelle Gesuche, wo dann wirklich irgendwie man als Mutje anheuern kann oder als Masseur auf irgendwelchen Luxusjachten im Mittelmeer. Ob man das will, ist euch überlassen, aber die Möglichkeit gibt's. Da kann man tatsächlich einfach mal sich anmelden und dann irgendwohin mitsegeln. Fand ich ganz cool. Habe ich auf jeden Fall vor, da auch mal mitzumachen. Habe mich noch nicht getraut. Ja. Das war es auch schon zu dem Thema. Wenn ich jetzt hier auf Schließen klicke, dann schließt sich der ganze Browser. Dann machen wir das doch so. Wenn ich einen neuen Tab aufmache, dann kommt irgendwie Werbung für Amazon, will ich auch nicht. ccc.de, immer gut. Gibt es inzwischen Leute, die sich trauen, vorzukommen? Gestern war jemand hier, der hat erklärt, was das Lang-S ist in der deutschen Sprache und warum es so cool ist. Geht wirklich alles. Anyone else? No one? Okay. Yesterday I used to show a thing that I made. Ich habe das gestern was gebastelt, das habe ich jetzt aber heute nicht dabei. Das ist einfach ein Mauspad aus einer alten Jeans. Wer schon mal hier war, der hat es vielleicht gesehen. Ich habe einfach wirklich ein Stück Stoff aus einer Jeans ausgeschnitten, auf einen Pappkarton geklebt, einmal mit dem Bügeleisen drüber. Super, also die Textur ist perfekt für Lasermäuse. Es saugt ein bisschen den Handschweiß auf, ist nicht zu dick und man hat noch seine Hose zerschnitten. Also ich habe mir fest vorgenommen, nächstes Jahr mache ich hier einen kleinen Workshop, Bring Your Own Pants, und dann laufen wir alle mit kürzer als kurzen Hosen rum.
Wir haben noch eine Viertelstunde. Du stehst auf, du musst jetzt vorkommen. Nein, leider nicht. Schade, schade. Na ja, gut. Ich meine, wir brauchen das ja jetzt auch nicht hier zwingen, die Leute. Dann habe ich eine Frage. Yeah, you want to come back? Does anyone want to learn Polish tongue twister? Yes. Yes. We're going to learn to say this. Yeah. Stół z powymowywanymi nogami. Actually, is anyone here Polish? Yeah, I was thinking maybe. Yes, okay, good. So we start from the end. Me. 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 Ga. Ga. Gami. Ga. Gami. Ga. Gami. Ga. Gami. Ga. No. 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 No gami. No gami. No gami. Nogami. Nogami. Mi. Mi. Ne. 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 Nemi. 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 Va. 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 Nemi. Vanumi. Vanumi. Me. Me. Me vanumi. Me vanumi. Wa. Wa. Wa me vanumi. Should we go back to this one? Me vanumi. Me va nimi. Me va nimi. Me va nimi. Wa. Wa me va nimi. 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 Wywa my wanymi. Wywa my wanymi. Wywa my wanymi. Oh, you should go slower. Wywa my wanymi. We need to go back. My wanymi. Wa my wanymi. Wywa my wanymi, yeah.
Vilwa miva nimi. But vilwa miva nimi. Yeah. Po. Z. Spo. Spo. Spo vilwa miva nimi. Spo vilwa miva nimi. Let's go back to... Wamiva nimi. Vilwa miva nimi. Spo vilwa miva nimi. Spo vilwa miva nimi. Spo vilwa miva nimi. Oh boy, we've done it too long. Okay. Let's just go on. Spo vilwa miva nimi nogami. Spo vilwa miva nimi nogami. Spo vilwa miva nimi nogami. Stu. Stu. Stu spo vilwa miva nimi nogami. Stu? Oh, yeah. Stu spo vilwa miva nimi nogami. Anyone want to try? No? Okay, it didn't work. Oh, yeah. Yeah, almost. It's just this one, it's stu. Stu. But otherwise, it was right. Yeah. Okay. Okay. Hey, go back to the other one. What? It means... The question was, what does it mean? It means this. So I'm a sitting... table with broken legs. Ah, okay, so I'm sitting... Oh, it doesn't mean that, yeah. Okay. But, yeah. Huh. I should set the keyboard back for you. No, that's okay, I can... Oh, okay. I know how to... Thank you very much. We have exactly 10 minutes left. Is there anyone else? Last chance, or maybe second last chance. Noch jemand? Nicht? Dann schinde ich hier wieder Zeit. Und was? Ah, da. Ja? Ja, jo gibt's nicht. Wie war das? Do or do not, there is no try. So ungefähr. Wer war das? Gandalf oder so? Moment. Ich habe keine Website dafür, ich wollte eigentlich. Ja, So. Bitteschön. Das verwende ich auch. Sehr gut, sehr gut. Er benutzt auch Neo-Layout. Ja, ich wollte eigentlich nur Werbung machen. Dafür öfters zu meditieren oder, keine Ahnung, langsamer und gründlicher Dinge zu tun. Einfach, weil ich habe Ende letzten Jahres halt mit Zen-Meditation angefangen, aber das soll jetzt keine Werbung sein für religiöse Organisationen oder so. Und ich finde das eigentlich gut, wenn man Dinge langsam macht, egal was, halt, wie sagt man, der Achtsamkeit, Neudeutsch sagt man dazu, ist eigentlich jetzt nichts Besonderes. Ich dachte nur, das ist halt irgendwie Eigenwert, wenn man so eine halbe Stunde nur da sitzt und meditiert und so übt zu fokussieren und den Geist zu lehren. Und ja, ich dachte, ehe es keiner was sagt, mache ich dafür mal Werbung. Meditiert man wieder. Wunderbar.
Ja, vielen Dank. Wer war denn schon gestern bei den Lightning Talks dabei? Ja, nicht alle. Okay, dann kann ich einfach dasselbe auch nochmal sagen, was ich da schon gesagt habe. Ja. Den selben Song nochmal. Yay! Yeah. Nee, ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, zxkbmap.de Neo. Wer kennt Neo nicht? Ja, okay, es sind genug, das ist rechtfertigt, dass ich das auch nochmal hier... wie komme ich jetzt hier wieder raus? Steuerung, nein, nicht Steuerung Print. Scheiße. Was? F11? Ach ja, genau, ja. Ihr habt es gerade gesehen, Dvorak ist ja ein relativ bekanntes, etwas spezielles Layout. Es gibt aber auch noch andere Formen. Dvorak wurde nämlich für die amerikanische Sprache entwickelt und es wurde zu einer Zeit entwickelt, als so Programmieren und so noch nicht wirklich auf dem Schirm war. Und eigentlich kann ich das Mikrofon hier auch weglegen. Für die deutsche Sprache gibt es das Neo-Layout. Neo minus, nein. Das alte Problem, ne? Moment. So. Neo. Was? Jetzt? Layout. Punkt. Okay. Hey, ich hab's doch auf Neo umgestellt. Jetzt. So. Nochmal. Ich schließe den Browser und öffne ihn nochmal, um sicher zu gehen. Ihr seht schon das Hauptproblem, weshalb die ganze Welt noch nicht auf Neo umgestellt hat. Nämlich, sowas macht nur wirklich Sinn, wenn alle gleichzeitig umstellen. Und, aber ja, ein paar Nerds haben sich trotzdem gesagt, ey, machen wir. Das Neo-Layout ist optimiert auf die deutsche Sprache. Wenn ihr seht hier auf dieser schönen Webseite die Keymap, die Vokale sind alle auf der linken Home Row, die wichtigsten Konsonanten sind alle auf der rechten Home Row, sodass man möglichst wenig die Finger bewegen muss. Ihr kennt sicher alle diese Story, dass die frühen Schreibmaschinen, auf denen ja unser querzende Layout basiert, irgendwie dann die Tasten absichtlich so angelegt wurden, dass die häufigsten Tasten möglichst weit voneinander weg sind, damit sich die Mechanik nicht verklemmt. Was ja heutzutage überhaupt keinen Sinn mehr macht, aber da einfach die ganze Welt schon mit diesem Layout schreibt, ist, wie sagt man, die Technological Inertia ist schon zu groß, also die Trägheit der Gesellschaft verhindert, dass wir einfach jetzt beschließen, wir machen das jetzt mal richtig. Neo-Layout macht das trotzdem. Und genau, es ist zum Beispiel auch so optimiert, dass in der deutschen Sprache SCH, was ja oft vorkommt, abwechselnd mit zwei Fingern geschrieben wird. Hier S, C und H. Dadurch kann ich hier immer schnell mit zwei Fingern tippen, als wenn ich das mit einem Finger tippen müsste und dann immer die Tasten wechseln, ist ein bisschen schwierig. CK natürlich genauso. Ü, Ö und Ä sind auch halbwegs gut erreichbar. Was aber für euch eigentlich noch viel interessanter ist, sind dann so die Ebenen 3, 4, 5 und 6. Ja, es hat ziemlich viele Modifier. Aber wie immer die erste Mal lernt, ist es richtig cool, denn auf Ebene 3 sind hier zum Beispiel diese ganzen eckigen Klammern, geschweiften Klammern, Backslash, was ja auf dem deutschen Layout Alt-GR, Scharf-S ist, also das ist ein richtiger Fingerkrampf-Ding, hat man hier direkt auf der Home-Row. Und halt auch immer direkt nebeneinander angeordnet, sodass man HTML oder welche Sprache ihr immer schreiben wollt, wunderbar schreiben kann. Es hat auch das Lang-S, da war der Kollege gestern total begeistert, der das Lang-S vorgeschlagen hat. Und es kann auch so ziemlich alle Akzente, die ihr euch nur vorstellen könnt, also ich wechsle hier mal die Ebenen durch, achtet mal hier auf diese beiden Tasten, haben wir Accent aigu, Accent grave, dann haben wir Zirkumflex, das CD drunter, wir haben das schwedische Kringel, wir haben das norwegische durchgestrichene O, wir haben das Ö, wir haben, was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Alles. Genau. Und jetzt habe ich hier schon auf Ebene 4 gewechselt. Da sieht man, da hat man zum Beispiel auch Navigationstasten, Pfeil, Home, End, Löschen, Backspace, Enter. Das heißt, ich muss gar nicht mal irgendwie jetzt zum Löschen hier da immer so dieser großen dicken Taste am Rand wechseln, sondern ich kann einfach meine Finger da lassen, wo sie sind. Geht alles ein bisschen schneller. Ich habe hier ein Numberpad.
Und wenn man ganz krass posen will, kann man hier auf Ebene 5 noch irgendwie Griechisch und auf Ebene 6 mathematische Formelzeichen noch reinpacken, weil wir haben es ja. Genau, Neo-Layout finde ich cool. Ich habe so 2 bis 3 Wochen gebraucht, mich umzutrainieren, mit dem Ergebnis, dass ich jetzt nicht mehr auf Querztastaturen schreiben kann. Was immerhin zu eurer Erheiterung gereicht, wie man so schön sagen würde. Also immerhin was. Ne? Neo-Layout ist auf eigentlich allen Linux-Distros standardmäßig mit drauf, kann man dann einfach auswählen in den Einstellungen. Für Windows gibt es eine Exe, die man einfach so auf den Stick packen und ohne Adminrechte überall ausführen kann. Es gibt dann auch noch einen Low-Level-Schreiber, wenn man das auf seiner Heimatmaschine machen will. Und natürlich, wie es in der Hacker-Szene so üblich ist, gab es immer noch genügend Leute, die gesagt haben, das ist mir noch nicht optimiert genug. Ich mache jetzt da mein ganz eigenes. Und dann gibt es noch Neo-Bone und Neo-Querz und irgendwelche Hybriden. Und am Ende hat man sein eigenes Layout, das nur man selbst auf der ganzen Welt beherrscht. Und ist dann nicht mehr zu retten. Neo-Querz hat den Vorteil, man gewöhnt sich an die Ebenen, also gerade die 3 aufwärts, was sehr hilft. Genau. Ich glaube, Neo-Querz war so, dass die Buchstaben sind immer noch genau wie vorher, aber die höheren Ebenen mit den Zeichen und so zum Programmieren und so, die man ja als Coder sehr viel braucht, die sind halt von Neo ausgeborgt dann. Also so ein Kompromiss. Ja. Was? Ja, genau, dann Neo-Querz und Bone. Das Publikum weiß mehr als ich. Habe ich jetzt gerade bekehrt? Oder war das für irgendjemand gerade neu? Ah ja, okay, ich bin beruhigt. Wunderbar. Das war's eigentlich. Es sei denn, jemand möchte jetzt noch dringend was sagen. Letzte Chance. 3, 2, 1, das war's. Ich bedanke mich.